Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Jetzt ist aber auch genug. Gott, also jetzt Ruhe. Also ich muss ehrlich sagen, hier in Hamburg haben wir ein Publikum, was aus ganz Deutschland anreist, um dabei sein zu können, wenn Johann Lafer gleich seinen Herd überredet, wieder lokulische Genüsse zu erbringen. Aber ich werde natürlich auch kochen. Und zwar wird es ein wunderbares Gemüse-Paprika-Omelett geben mit Kartoffelchen. Dazu einen wunderbaren Lachs vom Allerfeinsten. Und Sie werden es nicht glauben, ich mache heute Dessert. Hab natürlich Hilfe dafür bei. Und zwar eine wunderbare rote Grütze mit einem Sorbet dazu. Mit einem Himbeersorbet vom Allerfeinsten. Aber all das ist nichts weiter wie ein Schatten von dem, was auf der anderen Seite passieren wird. Also, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Nachmittag mit der Sendung Freude haben. Wir haben auch viel Spaß und Freude. Und ich finde es faszinierend, wie jemand mit so viel Emotion rote Grütze aussprechen kann. Also man hat das Gefühl, man will sie gleich essen, aber mal schauen, ob das Ergebnis auch stimmt. Auf jeden Fall gibt es von mir heute einen warm geräucherten Lachs mit einer wunderschönen Honig-Senfkruste. Dazu machen wir so ein mediterranes Gemüse oder Ratatouille gegrillt und dann schön mit diesen ganzen Zutaten wie Tomaten oder Oliven angemacht. Und als zweites machen wir einen gegrillten, marinierten Schafskäse. Und dazu gibt es viel Gemüse im Wok mit wunderschönen Nudeln. Also ich glaube, zwei Dinge, die man durchaus mal essen könnte, oder? So. Ja. Und wir haben alle Zutaten, zumindest mal an meiner Seite. Und jetzt fehlt nur noch eins, die wichtigste Zutat, nämlich der Horst. Hallo, mein Schnuckelchen, Johann. Mein lieber Horst. Du hast heute auch Lachs, ja? Ich habe heute auch Lachs, ja. Okay, wir haben beide Lachs heute. Ja, aber du Wildlachs und ich habe ganz zahmes Tier hier liegen. Johann, ich bin so stolz noch auf dich. Wenn ich überlege, letzte Woche Samstag, du in dem Grillstadion. Österreich, die Schweiz, Deutschland. Du hast jetzt noch Gänsehaut. Heute noch Brandblasen sind es, mein lieber Freund. Obwohl, ich muss dabei sagen, komm, ich verrate einfach, Johann. Seine Augenbrauen sind übrigens heute angeklebt, weil die anderen sind verbrannt. Ja, aber es war eine Sensation. Ja, also ich bin so stolz auf dich. Es hat Spaß gemacht. Erzähl jedem, was ich kenne. War toll. Ja, aber wir sind wieder eine Woche später, heute am Samstag, bei Lafer nicht der Lecker. Und wir freuen uns auf zwei wunderbare Gäste. Ja, ich bin sehr stolz und glücklich, diese Frau heute an meiner Seite haben zu dürfen, denn sie ist eine wunderbare Schauspielerin. Sie engagiert sich wahnsinnig sehr für soziale Zwecke, hat ein wahnsinnig großes Herz, um anderen Menschen zu helfen. Und das kann ich nur sagen, das bewundere ich sehr und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Ja, und mein Gast bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich ihn so ein bisschen überreden konnte, dass er heute hier hinkommt, weil er ist insgeheim einer der besten Dessertköche, die Europa je gesehen hat. Er ist mathematisch gesehen ein absolutes Genie, hat damit aber nie Geld verdient, weil rechnen kann er nicht. Aber er ist ein Schauspieler. Jeder wird ihn kennen, wenn er ihn sieht, auch wenn der Name ihm vielleicht nicht sagt. Heute sind unsere Gäste Marion Kracht und Heinrich Schaffmeister. Ich hoffe, ich habe dich vernünftig angekündigt. Jawohl, vor allem jetzt mit dem Nichtrechnen stimmt. Ja, ja, aber mathematisch gesehen bist du ein Genie, ein Mathematikgenie. E gleich MAC Quadrat, kein Problem, ne? Aber ausrechnen kann ich es nicht. Ja, das ist, aber das finde ich hochinteressant. Da muss man wirklich mal ganz kurz, bevor wir anfangen zu kochen, kurz erklären. Also Mathematik ist eine große Leidenschaft. Ja. Du nimmst in Urlaub tatsächlich Mathematikbücher mit, um die zu lesen. Da muss man sich mal vorstellen. Ja.
Nimmst du die nicht mit? Mathebücher. Du nimmst nicht Mathebücher mit. Nein. Kochbücher mit. Hallo? Ja. Kochbücher von meinem Johann. Kannst du im Hotels da sofort kochen? Oder? Nee, ich lese die nur. Johann setzt um. Dann ist wie bei dir mit Mathe. Ne? Also. Damit das klar ist, also wie gesagt, rechnen kann ich nichts. Gott sei Dank ist meine Chefin, meine Frau, die macht die Finanzen, ne, den Schatzmeister. Sonst würde ich hier nicht stehen können, das ist nicht möglich. Ne? Aber jetzt sag mal, wie kann man Mathebücher lesen? Ich muss mir das so vorstellen, dass du im Urlaub bist, hast ein Mathebuch und sagst, die Formel muss ich noch lesen, vorher kann ich nicht einschlafen. Genau so ist es, genau so ist es. Nein, das Gute ist ja immer, ihr kennt das ja alle mit dem Übergepäck, ne? Mit dem Übergepäck. Ja. Da ist, aber dann mit Mathematikbüchern. Ja, doch. Weil meine Frau, die nimmt immer gerne Krimis mit. Und dann nicht ein, sondern ganz viele. Ja. Ja, und das ist der ganze Übergepäck. Ne? Das ganze Übergepäck. Und bei mir ist einfach nur so ein dünnes Heftchen. Da lese ich aber länger dran als meine Frau an diesen Krimis. Weil bis ich die ganzen Formeln nachgebildet habe, ist der Urlaub aber zweimal um. Aber also sonst ist alles in Ordnung, ne? Ja. Da zuck ich schon. Komm mal, du hast das ja schon alles. Ja. Ich hab mir gedacht, weil du hast so ein tolles Rezept mitgebracht. Ja. Da habe ich mir gedacht, so ein kleines bisschen helfe ich jetzt mal kurz mit. Das ist aber nett. Ja. Zitronensaft hier rein, 3 Esslöffel Wasser. Ja, habe ich. Zucker 100 Gramm, genau. Gut, einmal aufkochen lassen. Kannst du es auswendig? Für Sorbet. Du, wenn du mich schon so ein tolles Rezept, das ist ja, das verschlinge ich wie du Mathebücher. Ja, was ist das? So. Aber du machst mal weiter, Johann, wie sieht's bei dir aus? Du machst schon krass. Wir so? Machen jetzt zusammen, zunächst mal als erstes wird dieser Lachs, übrigens ein wunderschöner Wildlachs, so eine ganze Seite, der wird jetzt da mit Buchenholzspäne geräuchert. Und zwar habe ich da drinnen, ja, mach. Nicht schlimm, ist nicht schlimm, das gehört dazu. Und so wird der Lachs erstmal mariniert. Und zwar, ich habe hier Pimentkörner, Pfefferkörner, was habe ich noch? Koriander, Salz, braunen Zucker, Thymian. Alles schön fein gemahlen. Das kommt jetzt alles hier oben drauf zum Marinieren von dem Lachs erstmal. Denn der wird mit diesen Gewürzen wieder geräuchert. So, Marion, was machst du jetzt? Wir müssen das in Gebärdensprache machen jetzt hier. Ja. Wahnsinn, oder? Weißt du, Mario, du bist jetzt, glaube ich, das zweite Mal bei Johann, ne? Oder dritte Mal? Das sage ich nicht. Sagst du nicht? Nee, ich glaube schon. Mario, was muss ich machen, damit du mal zu mir kommst? Ja, das weiß ich auch nicht. Du kochen. Gut kochen. Genau. Bei der Vorgabe, ne? So. Guck mal. Also, wir haben jetzt hier. Du bist ja vegan, du lebst vegan sozusagen? Naja, ich esse noch Schafs- und Ziegenkäse, sonst wäre das ja heute nichts. Ja, das wäre nicht. Aber guck mal, das ist noch nicht so richtig auseinander hier, ne? Nee, jetzt muss man ein bisschen mixen. Aber jetzt mal eine Frage. Ja. Der Ausdruck vegan gibt es ja, glaube ich, seit 54 oder 55. Da hat man ja bei Vegetarier, glaube ich, in der Mitte die Wörter weggelassen oder was? Genau, so ein Engländer hat das, also die vegane Gesellschaft gegründet in England und dass eben auch nichts vom Tier ist. Viele wissen ja den Unterschied gar nicht. Ja. Das heißt, wenn man vegan ist, kann man eben auch keinen Honig essen, keine Eier und natürlich nichts aus Milchprodukten. Und man darf auch keinen Honig essen von vegetarischen Bienen? Nee, auch nicht. Nee? Müssen wir, glaube ich, nochmal. Nee. Das macht nichts. Das wird denn nur. Das aber wird Mario, wie heißt das denn dann, wenn man Veganer ist, aber trotzdem noch Ziegen- oder Schafskäse? Ja, ich bin irgendwie in so ein Mittelding. Ich glaube, so die Veganer sind Zwischending. Zwischending Garier. Genau. Es gibt ja jetzt einen Flexitarier. Was ist das? Die Flexitarier sind die, die eigentlich vegetarisch essen, aber ab und zu Fleisch. Ich weiß nicht genau. Das heißt Flexitarier. Flexibel, also ich glaube, man findet immer ein neues Wort. Und vielleicht gibt es auch ein neues Wort für die, die eigentlich Vegetarier sind, aber fast vegan. Das ist das Gleiche wie beim Horst, da sagt man auch der Ab- und Zu-Koch. Ja, sowas, genau. Entschuldige bitte, dass ich kein Lafarier bin. So, das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht doch gut aus, ne? Hab's ja gut hingekriegt. Das heißt, Zucker mit Zitronensaft, schön aufgekocht, rein zum Himbeerpüree. Das Ganze kommt jetzt in die Eismaschine. Das wollen wir noch mal sehen. Das wirst du hinbekommen. So, wie gefällt dir eigentlich so ein Rezept? So, das wollen wir mal sehen. So, du bist ja leidenschaftlicher Koch.
Immer schon gewesen? Ja. Ich tue das mal hier rein. Sehr gerne. Kannst du noch was davon lernen? So. Sehr gerne, ich pass auf. So. Das hast du sehr schön gemacht. Sag mal, dein Lieblingsgericht, was ihr zu Hause immer zelebriert, erklär mir das nochmal. Ich war tief beeindruckt. Also, das ist Quark. Wow. Und da macht ihr auch relativ viel selber dran, ne? Ja, das Rezept ist nicht so einfach. Man braucht Quark. Ja. Milch. Ja. Zucker. Fertig. Wow. Respekt. Das ist Respekt. Nur um mal den Herrschaften es klar zu machen, also nicht, dass ich jetzt üble nachrede oder sowas, Heinrich, aber ich weiß, du kochst eigentlich überhaupt nicht. Da geht er so weit von am Arsch vorbei. Richtig. Hauptsache, es gibt Essen. Erzähl mir doch noch mal ganz kurz die Geschichte mit den drei Sicherungen, als ihr die dritte von dem Herd gefunden habt. War ein Spiel jetzt während der Weltmeisterschaft. Und England gegen Uruguay. Und das ging gerade richtig spannend los. Zack, Sicherung raus. Jetzt ist das natürlich in der Wohnung, ihr kennt das ja, weiß man gar nicht, welche Sicherung ist für was da. Haben wir festgestellt, wir wohnen seit Mitte der 90er Jahre in der Wohnung. Die eine Sicherung 1 war für die rechte Herdhälfte, die Sicherung 2 für die linke und die dritte wohl für das... Was ist Backofen das da? Ist Backofen. Das. Ja, das ist ein Backofen, ja. Und dabei haben wir festgestellt, dass dieser Backofen da unten nie funktioniert hätte. Weil die Sicherung war noch nie drin. Die war noch nie drin, das hätte noch nie funktioniert. Seit den 90er Jahren keinen Backofen benutzt. Aber so ein guter Koch ist der. Komm mit. So. So, Moment. Jetzt müssen wir... Ich habe jetzt die Dinger hier gemacht. Guck mal. Ich habe jetzt das. Deswegen ist auch übrigens dieses Rezept so schön ausgearbeitet. Darf ich das mal zeigen? Ja, bitte schön. Das ist jetzt nicht von uns so gegeben, sondern das hat der Heinrich sich selber so vorbereitet. Wochenlang. Wochenlang. Man beachte die Nummern. Mathematisch. Ja, selbstverständlich. Ich bitte dich. Ja, selbstverständlich. Damit das alles hier fein säuberlich steht. Wo bist du jetzt momentan laut dem Rezept? Da. Ich würde sagen, so. Ich glaube, Johann, wo seid ihr? Räuchert jetzt hier. Guck mal, ich habe da Alufolie rein in den großen Bräter. Ich habe unten rein Thymian, dann Buchenholzspäne. Und jetzt kommt in den Rauch der Lachs rein. Und wird jetzt erstmal richtig schön, einmal richtig heiß aufgeräuchert. Dann stellen wir den Herd zurück auf ganz wenig Temperatur. Ja. Entschuldigung, hast du die zweite Hälfte von der Melone? Ach, was? Die wollten wir essen. Oh, die merken es doch. Braucht ihr die noch? Ich merke alles. Nee, wir haben genug. Wir wollten nur wissen, wo die zweite Hälfte ist, weil wir haben an uns selbst gezweifelt. So. Okay. Der Lachs räuchert. Das riecht aber. Marion. Heute ist die Sendung 90 Minuten, oder? Weil das schaffen wir gar nicht. Nein. Mann und Kind zu Hause, kochst du immer für die? Oder ich koche immer für die. Immer? Ja. Selber machen die nichts. Doch, mein Großer kann inzwischen, also ich meine jetzt nicht meinen Mann, sondern mein Sohn, der kann schon ganz gut kochen und hat zu Weihnachten dem jüngeren Bruder einen Kochkurs geschenkt. Oh, wirklich? Ja, bei ihm. Also. Dann sag mir doch bitte mal, was ist so das absolute Lieblingsessen, womit du der ganzen Familie eine Freude machen kannst? Du wirst jetzt lachen, Marillenknödel, also die österreichische Abteilung, wobei das mein Mann nicht so gerne mag, aber Malai Kofta, also die gesamte indische Küche ist etwas, was die total lieben und bei uns ist es ja tatsächlich so, es sind alles freiwillig Vegetarier. Alle freiwillig? Ja, also manche glauben ja so, das ist vegetarisch. Du bist mir nicht so sehr vegetarisch, dass du mir meine Hälfte von der Melone klaust. Nix. So weit kommt's noch. Nix. So. Aber ihr kennt doch schon lange, ihr beide. Wir kennen uns schon ewig. Deswegen habe ich gesagt, der lässt der Wasser anbraten. Das kann irgendwie nicht sein, dass der heute hier kocht. Guck genau hin. Kannst noch was lernen, Marion. Ja, also. Die indische Küche ist ja bei den Veganern auch sehr beliebt, weil es natürlich sehr aromenintensiv ist, gell, oder? Ja. Marion? Ja? Ich weiß zwar, dass ich drüben einen fantastischen Gast habe, aber eine Sache fasziniert mich noch bei dir. Oh, eine nur? Nein, mehrere. Okay. Aber die anderen darf ich nicht ansprechen. Ach so. Ja. Und zwar, du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ja, hab ich. Und da bin ich... Das ist wieder manchmal heiß, nicht so heiß. Ja. So, alles rein?
Und du hast genau in dem Moment eigentlich ein Kind bekommen. Hast du das Bundesverdienstkreuz bekommen wegen dem Kind? Oder? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ehrlich gesagt, als ich 2 Wochen gerade entbunden hatte, bekam ich diesen Brief und dachte, wie jetzt? Kriegt dafür? Jeder, der ein Kind kriegt, ein Bundesverdienstkreuz. Also vielleicht ist das schon in Deutschland fast so. Aber nee, ich habe ehrlich gesagt gedacht, das wäre versteckte Kamera. Ja, ja, aber warum hast du es bekommen? Für mein soziales Engagement, damals vor allen Dingen für Gehörlose. Ja. Und ich habe dann eben, jetzt macht mal das wieder runter, sag mal. So, einfach hier drauf zu. Genau. Und dann habe ich, ist das natürlich auch eine Verpflichtung, weil du kannst jetzt nicht einfach sagen, ach, das hast du jetzt und dann war's das, sondern du musst genau dich danach auch, oh, was hat er gemacht? Nee, nee, alles gut, alles er gut. Hat gar nichts gemacht, aber vielleicht deswegen. Naja, das ist ja auch eine prominente Kochschule. Entschuldige bitte, behalt dein Wort, du darfst es gleich noch mal erzählen. Ja. Meine Damen und Herren, Heinrich, ich bin dir sehr dankbar. Es ist nicht schief gegangen, aber dass du wirklich dir die Zeit nimmst, uns noch etwas beizubringen. Wenn man Karamell macht, muss man auf 2 Dinge achten. Am Anfang ist der Zucker weiß, dann wird er flüssig, dann kommt Karamell und direkt danach kommt das hier. Das ist Braunkohle. Ja. Der Experte, ne? Ja. Das ist. Das kommt aus meiner Heimat und ist besonders lecker. Genau. Man nennt das übrigens auch hier in Hamburg im Melzeraufstrich. So, also das war sehr lieb von dir, dass du uns gezeigt hast, dass sowas passieren kann. Deswegen nehmen wir jetzt einen neuen Topf. Richtig geht. Ja. So, Marion, du darfst deine Geschichte weitererzählen. Entschuldige bitte, dass ich dich unterbrochen habe. Bei so einer ich sage nur, man muss also dann natürlich hat man auch eine Verpflichtung, weiterhin Soziales zu tun und man kriegt einen Brief dazu, wann du dieses Bundesverdienstkreuz tragen musst, wann du es tragen darfst. Ja. Wann du es auf keinen Fall tragen darfst. Wann dürfte man es tragen? Also wann müsste man es tragen? Wann dürfte man es tragen? Wann darf man es nicht tragen? Will also ich jetzt hier wissen. Zum Beispiel dürfte ich es nicht tragen. Nicht. Ist nicht offiziell und groß genug sozusagen. So. Aber wenn jetzt hier vielleicht ein königlicher Empfang wäre oder so etwas oder deutscher Filmpreis oder so, dann dürfte ich. Dann ja, weil ich frage jetzt nach, weil Johann und ich stehen ja auf der Liste derer, die in Erwartung stehen. Ah, wie? Ja? Hast du schon mal gefragt, für was? Ja. Ja, ich könnte euch zum Beispiel empfehlen. Ne? Ja, man kann ja dann, man muss ja empfohlen werden. Du kannst ja nicht, das nicht einfach so aussuchen oder so. Nee, du musst empfohlen werden und dann muss es mehrere Stellen geben, die das bestätigen, dass du das kriegen sollst. Dass man was Gutes tut. Ja, genau. Also tust du ja. Du kochst fein und so. Oh, jetzt aber. Er schleimt sich so ein bisschen ein, oder? Nein, Mario. Nein. Nein. Guck mal hier, hast du mal. Ach, der Zucker ist schon wieder. Mensch. So. So darf das auf keinen Fall aussehen. Nur damit Sie das wissen. Jetzt nehmen wir einen weiteren Topf. Eine Frage hätte ich jetzt. Ja, bitte. Eine Frage. Wie viele Töpfe haben wir? Zweitens, kommt das häufiger vor, dass er bei Damenbesuch ein bisschen irritiert ist? Ich muss das nur wissen, weil ich ihn anleiten muss. Also, es kommt immer auf den Tag drauf an. Manchmal geht's, manchmal geht's gar nicht. Also, bei Mario ein bisschen entschuldigt. Ja. Post. Bei Mario ein bisschen entschuldigt. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss den Zucker beobachten. Sag mal, aber die Töpfe werden immer kleiner. Ich habe keine großen mehr. Sag mal, du hattest mal eine ganz tolle Begegnung mit einem älteren Herrn. Und damit meine ich jetzt nicht mich oder Johann. Das könnte ich auch nicht. Sondern ich gebe dir eine kleine Starthilfe. Und zwar war das in Aachen. Richtig. Da habe ich ein Stück gespielt. Mephisto und Klaus Mann. Und anschließend wurde ich vom Intendanten hochgerufen. Das kann immer nur heißen, sie werden nicht verlängert. Eigentlich, ne? Also beim Engagement. Aber diesmal war es anders. Er sagte, da ist jemand, der möchte ihn gratulieren. Ich sage, aha. Und dann bin ich da in diesem Intendantenzimmer. Und dann kommt ein ganz kleiner Mann. Ein sehr alter,
Der tolle, ganz kleiner Mann. Und ich denke, den kennst du, den kennst du. Und er sagt zu mir, also das hat mich sehr berührt, was die gemacht haben. So, ach, pass auf. Ich? Ja, pass auf. Ja, ja. So, ne? Die Töpfe nachher sind sie noch so klein. Auf jeden Fall, ich sage, wer kann das? Und als er rausging, wusste ich's. Heinz Rühmann. Oh. Ja. Aber... Aber für das Bundesverdienstkreuz hat es nicht gereicht. Ich sag's nur mal so. Ich habe mit Heinz Rühmann gedreht und das Erste, was er zu mir gesagt hat, als er mich sah, sagte er, wie groß sind Sie? Und da sage ich, 1,72. Die spielt nur im Sitzen. Ehrlich? Ja. Weil du zu groß warst? Ja, ich habe nur im Sitzen gespielt. Ich bin ein Riesenfan von Heinz Rühmann. Ja. Ja. Sag mal, war er ein liebenswerter Mensch oder war er ein härterer Mensch? Ja, ganz im Ernst. Ich glaube, dass er ein sehr liebenswerter Mensch, aber der ist natürlich, ist ja auch humorvoll, sehr humorvoll gewesen. Aber wie das immer ist, ist das eine ernste Angelegenheit. Ja. Und ich glaube, dass er auch sehr, großer Pingel. Großer Pingel. Also ich glaube schon, weil der ist namens sehr ernst. Er hat jetzt nicht nur meine, das hat ja eine ganze Generation geprägt. Ja. Meine Eltern und so, also Heinz Rühmann, das ist natürlich einfach eine Größe, das lässt sich mit gutem, schlechtem Schauspiel überhaupt nicht mehr messen mit diesen Graden. Und ich denke schon, dass es einfach ein so, das müssen wir mal langsam. Nee, ich bin bei dir. Soll ich das mal untergraben hier? Mach alles mal rein. Also, ja. Alles mal rein, so. Weil du hast ja auch mit den ganz Großen gedreht, du hast ja mit Loriot, ja? Also mit Loriots erste Theaterinszenierung war ich dabei. Das war auch klasse. Und der ist auch ein wahnsinniger Pinger gewesen. Ja. Unglaublich. Der hat, da gibt es eine, es saugt und bläst der Heinzelmann, wie Mutti sonst nur. Es saugt und bläst, saugen kann. Saugen kann. Ja. Da muss man schon aufpassen. Auf jeden Fall hat er da meine Finger inszeniert. Die Reihenfolge des Fingertippens. Das wäre völlig wahnsinnig. Jetzt ohne Quatsch. Ja, es war. Weil das hört man ja relativ häufig, dass gerade diese Genies unglaubliche Pingel sind. Das ist bei Johann auch so. Jetzt ohne Quatsch. Ja, er ist ein Genie. Ich bin jetzt hier gerade am Schneiden des gegrillten Gemüses. Man sieht also hier quasi die Zucchini. Und man sieht auch hier die Aubergine. Die habe ich in einer Grillpfanne mit Olivenöl schön gegrillt. Die schneide ich jetzt in etwas größere Stücke für den Salat. Sind natürlich jetzt schön weich geworden. Und da vorne sehen Sie noch ebenfalls in der Grillpfanne da drüben kleine Paprikaschoten, Zucchini. Alles wird jetzt schön gegrillt und wird dann umgedreht. Ja, so. Kannst du auch mal meine Sachen ansagen? Ja, gerne. Ja, schau her. Also und hier sieht man wunderbare Marion macht jetzt eine wunderbare, ja, sag mal, vegane Gemüsepfanne, kann man das so sagen? Ja. Du hast alles angebraten. Danke, Zuckerschoten, danke. Du hast angebraten Paprikastreifen, die roten und die gelben. Austernpilze, Mangold mit Knoblauch, Ingwer und Schalotten. Und du musst jetzt noch weiterhin dann als nächstes machen, den Käse grillen. Ja, und zwar. Ach so, du meinst den Käse zuerst? Ja, aber machen wir das vielleicht fertig. Machst eine schöne Soße aus Sojasauce, aus etwas Currypulver und aus Gemüsebrühe. Ja. Und dann tun wir das alles wieder rein mit den Nudeln zusammen, mit diesen fein abgekochten Nudeln. Gell? Mm. Das schmeckt super lecker. Ja. Der Heinrich ist eine Granate. Der ist so ein Pingel. Ja. Guck mal, jetzt hat er hier ja die Grütze soweit fertig. Muss mal probieren, ist sehr lecker. Das ist Grütze. Ja, wir haben es nicht matschig gekocht. Das ist doch Obstsalat. Das ist kein Obstsalat. Warte mal ab nachher. Du lässt mich aber nicht ausreden. Ist das Grütze? Auf einmal das ist Obstsalat. Entschuldigung. Das ist doch keine Grütze. Ich hab dir gleich gesagt, der ist ein Pingel. Der ist genau wie der Bülow. Der ist genau wie der Bülow. Ja, genau. Ja. So, liebe Marion. Du hast deinen Mann in einer Disco kennengelernt, ja? Ja, tatsächlich. Wie war das? Da hatte ich gerade Gebärdensprache gelernt mit meiner Dolmetscherin zusammen. Ja. Und dann stand da so ein, tanzte ein wunderbarer, junger, gut aussehender Mann. Und wir haben uns natürlich, meine Freundin und ich, immer in Gebärdensprache über den unterhalten können, ohne dass irgendjemand mitkriegte, auf die Entfernung. Sonst muss man sich ja in der Disco mal so anbrüllen. Ne? Ja, okay. Direkt. Und ja, dann hat er mich tatsächlich auf ein Glas eingeladen. Oh, großzügig. Ja, das war der Anfang von das alles.
Und das Amüsante war nur, dass ich tatsächlich ihm innerhalb von 5 Minuten sagte, was er beruflich macht, was er für ein Sternzeichen ist und wann er Geburtstag hat, nämlich am gleichen Tag wie ich. Nee. Und da hat er sich umgedreht und hat gesagt, wer hat dich auf mich angesetzt? Weil er natürlich gedacht hat, ist das dies verrückt. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das wusste. Na, jetzt weiß ich's. Ich sollte ihn kennenlernen, ne? Toll, großartig. Man muss dazu sagen, er kannte mich nicht, weil er kein Fern sah. Genau, dann bist du mit dem Auto gefahren. Und das überhaupt nicht wusste. Und es sehr lustige Momente gab, wenn wir zusammen unterwegs waren und Leute an uns vorbeigingen und machten so, oh, oh, zu mir. Und mein Mann sagte, sag mal, hast du die gesehen? Weil es sich natürlich nicht erklären konnte, ja, warum die Leute klar, das klar, machen. Klar, ne? Wie haben die gemacht? Na, die haben so gemacht, so, oh, oh. Und wir sind halt einfach weitergegangen und mein Mann dachte irgendwie... Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Ne? Das passiert mir ständig, wenn ich mit dem Johann durch die Stadt laufe. Wirklich? Ja. Und was meinst du, woran es liegt? Ich weiß es nicht, aber Johann ähnelt irgendjemandem und ich komme nur nicht drauf. Ach so. Ja, ja. Ja. Obwohl, Heinrich, das kann das auch sein. Auch. Das passiert mir auch, ne? Ja? Ja, ja, passiert mir auch. Dann sagen Sie... Sie kenne ich. Sie kenne ich. Ich sage, ja, natürlich. Selbstverständlich. Natürlich, selbstverständlich. Gesamtschule Ulm. Nein. Ich sag, nein, stimmt nicht. Doch. Doch. Weiß ich. Dann, was soll ich dann sagen? Dann sagst du einfach nur, ja. Und Ihr Sohn ist übrigens vollkommen scheiße in der Klasse. Und bleibt hängen. Ja. So. Weißt du, was ich mache? Dann müssen wir umdrehen. So. Aber Heinrich... Du hast ja sowieso schon einiges im Leben hinter dir, weil ich weiß, du warst ja mal so eine richtige coole Sau, das kann man mal so sagen. Du hast in der Kommune gelebt, nur mit Weibern. Du hast Rock'n'Roll gemacht, vom Allerheftigsten. Ja. Und ihr seid auch schon mal komplett nackerlich über die Bühne gerast. Ja. Jetzt erklär mal, wieso rast ihr da durch? Guck mal, wir haben ein tolles Foto von dir. Nicht nackt, ne? Oder? Sieht der geil aus, der Kerl da. Also, das kann man... Ja? Das schaffe ich heute nicht mehr. Also Gitarre kann ich noch spielen, ja. Aber das da oben fehlt ein bisschen. Obwohl, steht ja auch. Steht, ne. Kannst du tragen? Kann ich, muss ich tragen. Ja. Muss aber ich du magst tragen. Auch diesen Ausdruck nicht, weil als ich gehört habe, dass du früher in der Kommune gelebt hast, habe ich das jemandem erzählt. Ich sagte, der hat früher in der WG gelebt. Oh, aber eine WG und eine Kommune ist ein großer Unterschied. Unterschied. Also WG ist junge Leute, die jetzt sagen, ja, wir lassen uns zusammenleben, weil es ist günstiger, billiger und so weiter. Ja. Nee, damals hieß das Wohngemeinschaft, weil dahinter stand eben eine bestimmte, ja, eine bestimmte ja, Botschaft, die man hat. Also wir hatten eine Aufgabe, wir hatten Sinn. Also wir waren eine Musikkommune, wir hatten Musik zusammen gemacht, ne? Eine Band gespielt und so weiter. Ich habe Straßenmusik gemacht. Und das, was du jetzt erzählst mit nackt, ist einfach so, ich weiß nicht, ob man dann so, ich habe mit, kennt jemand Piet Klocke? Ja. Das sollte bekannt sein. Mit dem habe ich Rocktheater gemacht. Und da war das so wie mit meinem Backofen. Na, guck mal, da ist der Schrank auseinandergeht. Lass dich nicht irritieren, das wird immer eben ausgebaut. Der Kühlschrank wird ausgewechselt. Lass mal, Johann. Nee, jetzt ausziehen. Nee, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Nee, was darf ich, Entschuldigung, aber ich wollte nee, einfach nur, dass Johann mal die Klappe hält. So. Ja. Auf jeden Fall, da war das so wie mit unserem Backofen, wenn die Sicherung raus ist. Wir wollen losspielen, die Leute sind ganz heiß. Ja. Sicherung raus. Frage an Techniker, wie lange dauert das, bis das wieder... Das dauert so eine halbe Stunde jetzt noch, ne? Und dann sind die Leute nicht halt, irgendwas muss passieren und dann sind wir nackt über die Bühne. Wo bist du denn da auf dem Foto? Zeig mal. Ja, man kann mit der Klarinette hinten, mit der Perücke. Da brauche ich schon eine Perücke. Ganz rechts ist Piet Klocke. Rechts aus zweite, ist Piet Klocke, ne? Rechts aus ist Piet Klocke, der sieht immer noch so aus wie heute, wie damals. Und ganz links, von der zweite von links bin ich gewesen. Das warst du? Das war ich. Sehr hübsch. Und dann sind wir auf jeden Fall nackt da raus. Nackt? Ja, dann war auf jeden Fall Stimmung in der Bude. Wie hieß das Stück? Das war kein das Stück, war die haben Musik Stück. Gemacht, du das hörst war nicht kein zu. Stück. Das war einfach wildes Theater. Ich wollte fragen, wie das Musikstück heißt. Das Musikstück? Das Musikstück, nee, das war Rocktheater, das war einfach Rockmusik.
und zwischendurch Theater. Weißt du, komm, jetzt können wir offen reden. Läuft wirklich reibungslos bei uns beiden mit dem Kochen. Ja, ich denke, alles läuft. Weil ich habe eben mal kurz in die Eismaschine geguckt und hätte ich die angemacht, wäre es auch schon Eis. Ja, jetzt kommt es langsam. Immer noch sehr flüssig. Gut. Was aber nicht ablenken soll, dass ich urplötzlich hier die Kartoffeln gefunden habe, die eigentlich mit ins Omelett gesollt hätten. Ja. Aber jetzt kommt es drauf an. Und das ist halt Kreativität. Und das möchte ich auch von dir wissen. Weißt du, beim Kochen kann man ja kreativ sein, wenn du was vergisst. Dann muss man was Neues draus machen. Wie ist das, wenn ihr auf der Theaterbühne steht? Du hast ja zusammen mit diesem bezaubernden Fräulein schon auf der Bühne gestanden. Oh ja. Wenn da irgendwo mal so ein Text verloren geht, wie macht ihr das? Brecht ihr dann ab und sagt, du, dann machen wir nochmal neu oder improvisiert ihr? Nee, da muss man dann improvisieren. Aber das muss man mit dem Mann sowieso, weil der einen immer zum Lachen bringt. Ich bin ja eine Lachwurzen und wir haben schon, plötzlich stand er in dem Stück, wo er also so einen harten Kerl geben sollte, stand er so in Kochschürze auf der Bühne. Das plötzlich. Hat gereicht. Und hat gereicht. Das hat gereicht. Von der Kollegin die Kochschürze angezogen. Das hat bei mir schon gereicht. Und da war vorbei. Mir liefen die Tränen runter und ich konnte nur noch mit dem Rücken zum Publikum. Also wenn ihr mal ins Theater geht und ihr seht plötzlich, dass der Text immer so aus den Gassen kommt. Also die Schauspieler sind gar nicht auf der Bühne, sondern sind rechts und links versteckt. Ja. Und da kommt immer Text raus. Dann wisst ihr warum. Ja. Marion, ja, ich würde. Marion, so. Marion, ja. Erinnerst du dich denn noch, als es mit dem Licht alles falsch ging? Wie mit mir? Mit dem Licht, mit dem Licht, ja, mit dem Licht her nicht, sondern mit dem Licht. Ach mit so. Dem Licht, da ging jetzt mal alles in Ordnung jetzt. Mit dem Licht. Na, da war es immer so: Umbau, also Licht ist natürlich, wenn die Szene läuft und dann machen sie ein bisschen Black, dann wird umgebaut, dann ist wieder Licht. Es sei denn, die. Der Computer ist falsch programmiert. Oh ja. Dann spielen wir, da ist dunkel. So, jetzt kannst du das Gemüse. Dann wird umgebaut, ist knallhell. Es kommen völlig fremde Leute auf die Bühne, trauen sich gar nicht, bauen eben was um. Es gibt Applaus. Wir haben uns wirklich nachher gefragt, ob es nicht besser wäre, nur die Umbauten zu zeigen. Thema Umbauten. Johann, wie sieht es bei dir essenstechnisch aus? Bei uns sieht es sehr gut aus hier. Mario macht ein sensationelles, tolles Wok-Gemüse mit allem drum und dran. Sehr, sehr schön. Auch hier, guck mal, daneben das mediterrane Gemüse für mein Gericht. Hier, guck mal, das ist doch richtig farbenfroh. Der Lachs, der räuchert jetzt, kann man auch kurz zeigen hier vorne. Der ist hier, guck mal da, schön gleichmäßig langsam. Der wird saftig gar. Jetzt müssen wir noch diesen Schafskäse. Oh, den muss man umdrehen, ne? Ja, den tue ich jetzt mal noch neu in eine heiße Pfanne rein, weil die Pfanne klebt. Okay. Du setzt dich ja sehr stark ein für sozial schwächere Menschen, gell? Naja, also sowohl international, ich bin Kuratoriumsmitglied beim Plan International bei dem Kinderhilfswerk. Genau. Und habe da mehrere Patenschaften übernommen und bin eben dort auch hingereist und habe mir das vor Ort angeguckt. Und vor allen Dingen die Situation von Mädchen oder Frauen in der Welt ist schon noch ganz schön heftig. Ihr baut da Brunnen und macht auch solche... Ja, genau. Also genau. Das mal einfach, wenn man einen Brunnen baut, haben die Mädchen im Dorf die Möglichkeit, in die Schule zu gehen. So einfach ist das. Wahnsinn. Weil sie nämlich sonst stundenlang irgendwo hinlaufen müssen, um das Wasser zu holen. Ne? Mhm. Solche Geschichten, aber genauso gut wie Berliner Tafel oder die Bio-Brotbox. Das sind dann Aktionen, die ich hier unterstütze. Denn es gibt leider in Deutschland auch inzwischen viele Kinder, die kein warmes Essen mehr am Tag bekommen. Und wo es eben auch wichtig ist, dass da etwas getan wird. Bei mir in der Schule kann ich nur sagen, das ist ganz wichtig. Was ist das? Probier mal. Ist das vegan? Das ist rein vegan, das ist wirklich vegan. Hat Heinrich gemacht. Nein, das kann nicht sein. Doch. Das kann nicht sein. Geil, Heinrich. Heinrich. Darf ich mal, Moment. So. So, jetzt muss man hier auch mal was probieren. Ne? Das auch schon. Ausmachen hier, sonst wird dann kannst das ja du hier anfangen, bitte langsam anzurichten. Ja? Die Platte schön dekorieren. Hast mach du denn schon probiert? Man kann doch nichts anrichten, was man noch nicht probiert ich hat. Ich habe Vertrauen oder? Zu dir. Du hast Vertrauen zu mir. Leg das mal hier.
Was sagst du? Will Koriander noch rein, Koriander? Ja, der ist ja hier schon gehackt. Aber schauen Sie, ist das perfekt. Na, sowas. So. So. Apropos perfekt, dann bin ich ja wieder dran. Das ist perfekt, der Lachs. Guck mal. Der ist super, Johann. Zieht er die Haut ab? Oh. Schau her. Ich sag ja, nackt kochen mit Lava. Ne? So. Jetzt stelle ich mir gerade vor. Schön einstreichen. Johann, du weißt schon, so. Thema Honig, nichts für Veganer. Guck dir mal an hier. Jetzt stell dir mal vor, in diesem Omelett wären diese Kartoffeln in der Nachbarpfanne jetzt noch mit drinne. Ja. Dann wäre das Rezept fast richtig geworden. Also das hätte da rein. Ja, mit. Ja. Oh. Also ich mache erst die Nudeln und dann den Käse. Ne? Die Menschen legen viel zu viel Wert auf Optik, die das Innere zählt. Innere Werte. Ne? Johann, was ist denn bei dir los? Warum schneidest du das ganze Grün ab? Ja, weil ich jetzt gerade mein fertig mache, jetzt hier mein Lachs. Ja, sehr schön. Da kommt der Lachs oben drauf, die ganze Presse. Schneidet der meine ganze Dekoration weg. Da kriegst so. Du da kriegst du was von ab. Ja, selbstverständlich kriegst du davon was ab, du. Das will ja sonst keiner. Was innere so, Werte zu, ne? So, zu Unrecht. Zu Unrecht. So. Was ist das, wenn ich das hier mache? Ich sage mal so, optisch ist das nicht ein Highlight, aber geschmacklich dafür ist das super. Dafür sind wir dann zuständig hier. Ja, genau. Ihr macht einen auf schön und wir machen einen auf lecker. Schön. Für die Vorlage kriege ich nachher einen Groschen, oder? Nicht nur das. Ah. Benutz mich. wenn du möchtest, unser wunderbares mal, Dessert, das Eis oben drauf legen. Muss schon sagen, optisch habe ich das auch schon mal hübscher hinbekommen. So. Aber im Großen und Ganzen ist halt eine Portion für einen erwachsenen Herrn. Na? Jetzt müssen wir das hier, ne? So, ich komme mit der roten Grütze zu. Der mit der, das ist ja keine rote Grütze. Da ist das Messer? Sondern das ist eine. Warte mal. Die heißt ja gar nicht. Das ist eine Sommergrütze. Sommer, bunte Sommergrütze. Eine bunte Sommergrütze. So, wenn man jetzt mal hier reinguckt, die ist bunt, es ist Sommer und es ist Grütze, oder? Ja. Also. Moment. Mal, darf ich dir das zeigen, wie das geht? So, und ich würde sogar sagen, das ist das richtige Essen für einen Grützanier. So, ne? Für jemand, der nur Grütze liebt. Und dieses Eis obendrauf. Ist ohne Quatsch. Mm. Ne? Da würde ich schon mal sagen, scheiß auf die Optik, Hauptsache lecker. So, so guck mal. So, da mach ich noch. Machst du noch eins? Ja, nicht. So, ganz gut. Cool. So. So. Kannst du mal zu mir kommen mit deiner Kamera und jetzt zeige ich dir mal, wie der Lachs wieder ist, der rosa ist, ja? Wir schneiden jetzt einfach mal in der Mitte ein schönes Stück raus. Schön schneiden heißt immer Messer ziehen, nicht drücken und dann schneiden wir hier so ein Stück raus. So. Und guck mal hier, perfekt saftig, frisch geräuchert. Viel Olivenöl drüber. Und dann kann ich dir eins sagen, Leute. Marion. Hier, guck mal. Es war mit uns beiden heute ein großes Fest. Es war eine Freude.
Selbstgemacht. Mir graut es nicht für dir. Jetzt nicht gedacht. Ja, jetzt guck mal hier bitte, ja? Guck mal. Ne? Alleine? Alleine. Ja. Also, das muss man mal sagen hier. So sieht Essen aus. Ja. Großartig. Und schmeckt auch so. Heinrich, ja, danke dir. Bitte schön. Setz dich. Bitte. Puppe hoch, ich muss schieben. So, ja, ja, sehr schön. Jetzt geht das schon wieder los. Meine Damen und Herren, es war ein wunderschöner Samstag bis zu diesem Augenblick. Und der Heinrich, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, also wenn der nicht kochen kann, dann kann es keiner in Deutschland. Du bist eine Sensation. Eine Sensation. Mario? Heinrich? Mein Johann? Liebe Zuschauer, damit Sie endlich verstehen, warum das auch die Promi-Kochschule heißt, genau, muss ich heute endlich mal sagen, Horst, ja, Johann, ich lerne jedes Mal so viel dazu, diese Grütze macht mich verrückt und wahnsinnig, ja, großartig. Das Wichtigste ist, Moment, das Wichtigste ist, zweimal den Zucker verbrennen lassen und erst beim dritten Mal den Zucker benutzen. Und, ja, und die Rosen können nichts mit anfangen, die schenke ich jetzt meiner Malin, denn die waren großartig. Hier, guck mal. Ich dachte, ihr steckt doch schon ins Essen dort. Für dich, guck mal. So. Danke. Danke schön.